Wichtige Änderungen für Rentner, Arbeitnehmer und Studenten im August 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, Sie kennen das ja auf Rentenbescheid24.de, gute Tradition, dass wir für jeden Monat wichtige Änderungen, wichtige gesetzliche Neuerungen, die vielleicht für Sie interessant sein können, aufnehmen und dann auch verarbeiten und in Text und Form und Bild bringen und Ihnen dann auch letzten Endes zur Verfügung stellen. Und ohne lange Vorrede starten wir einfach mal mit der ersten wichtigen Änderung. Vielleicht können Sie da ein bisschen schmunzeln, aber es geht um die Europameisterschaft. Und zwar machen wir uns natürlich Sorgen um den gesunden Schlaf unserer Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer. Bei den Studenten bin ich da eher weniger in Sorge. Und zwar geht es um die Rückkehr zur regulären Nachtruhe. Wir hatten eine Lärmschutzverordnung, eine Änderung der Lärmschutzverordnung. Und zwar für die Europameisterschaft. Und da war es erlaubt, dass Public-Viewing-Veranstaltungen auch nach 22 Uhr stattfinden konnten. Und diese Lärmschutzverordnung tritt am 01.08.2024 außer Kraft. Also kann ich nur sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Schlaf. Ja, die nächste Änderung betrifft wieder die Steuererklärung. Die letzte Frist für die Steuererklärung 2023, also Abgabesteuererklärung für das Steuerjahr 2023, ist der 2. September 2024. Warum? Normalerweise wäre ja Ende August der letzte Tag. Das ist ein Samstag, der 31.8. Da das kein Fristabgabetag ist, verschiebt sich die ganze Sache auf den 2.9.2024. Bitte die erforderlichen Nachweise nicht vergessen. Und ganz wichtig, diese Vorschrift gilt nur für die Menschen, die keinen Steuerberater, keinen Anwalt oder Lohnsteuerhilfeverein für die Abgabe ihrer Steuererklärung beauftragt haben. Da gelten andere, längere Fristen. Ja, die nächste Änderung, das betrifft unsere Studentinnen und Studenten und Schüler. Gott sei Dank wird das BAföG ab 01.08.2024 angehoben, und zwar steigt der monatliche Grundbedarf für Studenten und Schüler um 5% von 452 Euro auf 475 Euro. Hätte natürlich ein bisschen mehr sein können, aber immerhin, meine Damen und Herren. Im Zuge der BAföG-Änderung steigen auch die Einkommensfreibeträge für Eltern um 5,25%. Die Wohnkostenpauschale steigt von 360 Euro auf 380 Euro und es werden die Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge auch entsprechend angepasst. Ja, dann die nächste Änderung, vierte Änderung könnte man sagen, der Zahltag gesetzliche Rente im oder für den Monat August 2024. Sie wissen das auch, ein ganz wichtiges Thema für den einen oder anderen. Es geht vor allen Dingen da auch darum, dass Sie immer pünktlich Ihre Rente bekommen, weil Sie ja auch laufende Ausgaben haben, wie Mieten, wie Kredite, die zurückzuzahlen sind und, und. Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente vorschüssig erhalten, bekommen am 31.07.2024, das ist ein Mittwoch, die Monatsrente August ausgezahlt. Das sind die Menschen, deren Renten vor dem 01.04.2004 begonnen haben. Das ist also sozusagen der kleinere Teil der gesetzlichen Rentner. Und die Leute, die ihre Rente nachschüssig bekommen, die bekommen ihre Rente dann am 30.08.2024, das ist ein Freitag, für den laufenden Monat August 2024 ausgezahlt. Ja, dann haben wir die nächste Änderung, auch wieder ganz wichtig für die Leute, die einen Altersrentenantrag stellen wollen. Im Monat August 2024 können erstmals ganz bestimmte Geburtsjahrgänge in Rente gehen und da starten wir wie immer mit der Regelaltersrente. Das ist ja im Sprachgebrauch die reguläre Rente genannt. Und da können die Geburtsjahrgänge, die in der Zeit vom 2. Juli 1958 bis zum 1.8.1958 geboren sind, also mit Vollendung des 66. Lebensjahres, erstmals eine Regelaltersrente beantragen. Voraussetzung ist 5 Jahre Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuweisen. Dann die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist im Sprachgebrauch die Rente mit 63, also klassisch mit Vollendung des 63. Lebensjahres. Da können die Geburtsjahrgänge vom 2.7.61 bis zum 1. einschließlich 1.8.1961 diese Rente beanspruchen. Voraussetzung ist natürlich 35 Jahre Wartezeit nachzuweisen als Mindestversicherungszeit. Dann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.
Da können die Geburtsjahrgänge vom 2.11.1962 bis einschließlich 1.12.1962 am 1.8.2024 erstmals diese Rente beziehen, dann mit 10,8% Abschlag und zwar mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 8 Kalendermonate. Das sind die Tabellenwerte aus dem Paragraph 236a Sozialgesetzbuch. Alle Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.1963 können erstmals dann mit dem geltenden Paragraphen 37 SGB VI mit Vollendung des 62. Lebensjahres in diese Rente gehen. Voraussetzung auch für diese Rente, merken Sie sich das bitte, bei Beginn der Rente muss die Schwerbehinderung, Grad der Behinderung 50 vorliegen, nachzuweisen mit einem Schwerbehindertenausweis oder einen entsprechenden Bescheid vom Versorgungsamt. Und dann last but not least, meine Lieblingsrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die die CDU, CSU und die FDP gerne abschaffen möchten. Und zwar die Rente auch mit 63 genannt als politischer Begriff. Dort können die Leute, die am 2.3.1960 bis 1.4.1960 geboren sind, erstmals zum 1.8.2024 in Rente gehen. Und zwar mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate. Sie merken auch, das ist keine Rente mit 63. Die Rente beanspruchen oder in Rente gehen. Voraussetzung ist, ich brauche 45 Jahre Wartezeit. Ja, dann eine ganz wichtige Änderung, die müssen Sie sich unbedingt merken. Die Sommeraktion auf rentenbescheid24.de läuft am 31.08.2024 aus. Wir haben aktuell eine Sommeraktion auf ausgewählte Produkte mit entsprechenden Preissenkungen, zum Beispiel für die Rente, Rentenantrag, Rentenplanung, Bescheidprüfung und spezielle Sorglospakete. Und da läuft die Aktion zu vergünstigten Preisen noch bis zum 31.08. Ab 1.9. gibt es dann wieder andere Preise. Informationen dazu finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Und last but not least, der Aufreger des Tages am 26.07.2024 habe ich davon berichtet in einem extra Video. Und das geht jetzt aktuell total viral. Die Erhöhung der Krankenkassenzusatzbeiträge im August 2024. Es gibt wieder Krankenkassen, 4 Stück nach meinem Kenntnisstand, die erhöhen den Zusatzbeitrag. Es war ja schon im Januar der Zusatzbeitrag, der in die Höhe gegangen ist. Dann gab es im Juni Krankenkassen, die den Beitrag erhöht haben. Dann im Juli 2024 Krankenkassen, die den Beitrag erhöht haben. Und jetzt im August nochmal 4 Krankenkassen. Und der einsame bundesweite Spitzenreiter mit dem Zusatzbeitrag ist die kaufmännische Krankenkasse KKH. Die geht mit ihrem Zusatzbeitrag auf 3,28% hoch. Im Übrigen will ich nur noch erwähnen, die KKH hat auch schon in diesem Jahr schon einmal den Zusatzbeitrag erhöht. Das ist schon die zweite Beitragsanpassung bei der KKH. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von den Änderungen im Monat August 2024 für Rentnerinnen und Rentner, für Studenten, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich denke mal, es gibt vielleicht auch noch andere wichtige Themen, die zu besprechen sind, aber in der Fülle der Themen haben wir wie immer die für uns wichtigsten, interessantesten Änderungen für Sie aufbereitet, hier und in diesem Video für Sie dargestellt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe dazu einen Beitrag veröffentlicht auf unserem Online-Blog rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Alles Gute und einen schönen Rest August, einen Rest Juli 2024. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.